Hallo liebe Leute, und weiter reisen wir durch die Welt von Dragon Quest 3 auf der Suche nach den Orbs, die wir hier sammeln wollen. Im letzten Part haben wir das Vergnügen gehabt, den König zurückzuwandeln und endlich den Wechselstab zu kriegen. Haben wir nicht lieber einen Orb von ihm gehabt hätte? Aber nein, den will er nicht aushändigen. Weil er keinen hat. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier zurück. Wir haben jetzt in diesem Gebiet nichts mehr verloren. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier. Haben zwei Portale zur Auswahl. Wir nehmen jetzt mal den rechten Portal. Ich hoffe mal, das ist jetzt richtig. Und dann sind wir wieder hier. Genau hier wollte ich auch hin. Okay, das war dieses Gebiet. Da können wir wieder zurückgehen. Ich will jetzt nämlich ganz zurück. Und dann lande ich nämlich wieder hier. Und dann will ich mal das rechte Portal nehmen. Das linke habe ich ja schon genommen. Ja, hier brauchen wir auch gerade nicht schleichen. Und dann gucke ich mal, wo ich jetzt hier nochmal lande. Toll. Dann lande ich also hier. Scheiße. Das hat mir jetzt also nichts gebracht. Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Also gibt es hier kein weiteres Portal mehr, das ich noch irgendwie ergründen kann. Das würde mich ja woanders hinbringen, aber... Die Problematik ist ja, da waren wir ja auf jeden Fall schon. Von hier kamen wir nämlich direkt durch. Okay, jetzt muss ich wirklich gucken, wo nochmal solche verschlossenen Türen waren. Gibt es noch mehr zu ergründen? Oder ich mache mal Folgendes. Ich gehe nochmal hier rein. Werde dann diesen einen Portal nehmen, womit ich sozusagen zu den anderen Gebieten hinkomme. So, dann will ich jetzt hier nämlich rausgehen. Und hier nochmal ein bisschen gucken. So, wo bin ich jetzt nochmal genau? Okay. Also hier gibt es nicht so viel zu ergründen. Jetzt will ich nur gerade überlegen, welche Höhen momentan am besten wären, wo ich nochmal gucken könnte. Also dort bei der Pyramide brauche ich definitiv schon mal nicht mehr rein. Zum Glück. Ah, es gibt so viele Gebiete hier. Und ich weiß gerade echt nicht mehr, wo ich nochmal hin kann. Ich wollte jetzt aber gerne nochmal schleichen. Ich glaube, diesen Part werde ich wirklich nur mit rumsuchen. Verbraten, wie ich mein Glück kenne. Obwohl, hier brauche ich nicht weiter suchen. Vergesst es. Ich würde mal sagen, da lasse ich mich teleportieren, aber erstmal mache ich die hier kalt. So, Krabbe 1. Ach ja, die Peitsche macht ja nicht so viel Schaden. So, was willst du jetzt noch machen? Gar keinen Schaden. So ist es brav. Und erledigt. So, jetzt will ich erstmal gucken, dass ich mich mal hier kurz wegteleportiere. Jetzt ist noch die Frage, wo wollen wir mal hin? Ich habe sogar ein Samanosa-Schloss jetzt hier dabei. Das ist auch mal ganz nett. Ah, ich überlege gerade nebenbei, wo ich jetzt noch solche Tore habe, die ich noch jetzt öffnen kann. Oder gibt es irgendwo ein Gebiet, wo ich diesen Stab jetzt einsetzen kann? Ich weiß es gerade nicht. So eine Scheiß. Mann. Ich bin gerade echt am überlegen. Mir fällt gerade echt nichts Passendes ein, verdammt. Bei Isis ist auch nichts mehr. Das Einzige, was ich machen könnte, ist nach Reef gehen. Wobei, ist es das Dorf? Ja doch. Da haben wir sogar das Schiff.
Ja, komm vor, ich kann dich auch fliehen. Ich will nämlich jetzt mal was anderes probieren. Ich glaube zwar nicht, dass wir dort irgendetwas derartiges haben, aber ich will nochmal da durchgehen. Vielleicht klappt es ja doch irgendwie. Ich muss ja immerhin noch 4 Orbs finden. Da muss ich erstmal gucken, wo ich die überhaupt finden soll. So, jetzt will ich nämlich nochmal hier durchwandern. Durch diese Höhle hier. Hier haben wir zwar ein paar schreckliche Monster, aber das macht nichts, die machen wir ja locker kalt. So, was hast du mir denn? Na gut, das wissen wir ja schon. Okay, dann wollen wir mal... Na, nicht die Treppe hochgehen. Dann wollen wir jetzt mal schauen. Hier gibt es sehr viele Treppen. Sehr viele Wege. Und nirgendwo weiß man, wo man lang gehen muss. Hier ist nur eine Sackgasse. Auch ganz nett. Halt, hier kann ich weiter. Wobei, was haben wir hier rechts? Ein Kampf. Gegen euch auch noch? Ne, da hau ich auch ab. Da will ich echt nicht weiter kämpfen. Bin ich hier überhaupt schon mal lang gewesen? Sieht mir gerade so fremd aus. Na gut, das ist eine Sackgasse. Naja, dann müssen wir weiter nach oben gehen. Ist wahrscheinlich einfach hier nur zur Verwirrungsstiftung. Will ich jetzt mal behaupten. Würde jetzt in dem Fall auch passen. Okay. Noch weiter nach oben. Diesmal links. Da ist nur eine Truhe, dann rechts. Dann kämpfen wir. Ich wollte eigentlich runtergehen. Aber ich glaube, das ist sowieso der falsche Weg da. Deswegen einfach weiter marschieren. So, dann müssen wir hier theoretisch eigentlich richtig sein. Oder ist das jetzt der falsche Weg? Müssen wir jetzt gerade mal wirklich gucken. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich weiß gerade jetzt echt nicht mehr. Schon so lange her, dass ich hier lang gewandert bin. Hier wäre eine Treppe nach unten. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, das sind auf jeden Fall die Türen, die ich vorher auch geöffnet habe. Dann müssen wir ja die linke Tür nehmen. Die anderen führen nur zu einer Sackgasse. Gut, dann haben wir hier also auch nichts. Das ist scheiße. Wenn ich wirklich noch wüsste, wo nochmal diese gesamten letzten Türen sind. Das ist echt ein bisschen scheiße, wenn man sich da nicht so gut erinnern kann. Ach, jetzt bin ich in diesem Wald und in Freiheit. Yay. Hier haben wir auf jeden Fall Schloss Romali und da haben wir nichts. Das weiß ich. Da habe ich ja diesen Weg gefunden. Ach, super. Dort wüsste ich jetzt auch nicht, dass wir da irgendwo etwas in der Art haben. Das ist ein bisschen kacke. Oh Mann. Warum wollte ich gerade kämpfen? Ihr habt sowieso keine Chance mehr. Ich kann ja wenigstens in dem Fall fliehen. Wenn ich durch diesen Tunnel gehe, komme ich ja darüber. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass wir da irgendwie auch noch was haben. Ich bin gerade echt planlos, Leute. Ich werde da wahrscheinlich auf Screen irgendwie gucken müssen. Wenn diese ganzen Monster mich nicht gerade nerven würden. Weil ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich noch irgendwie einen unentdeckten Weg habe. Es gibt bestimmt noch einige. Es muss ja noch einige geben, wenn es noch 6 Orbs gibt. 4, Mann. Und in dem Fall frage ich mich, wo die sein können. Irgendwo muss es ja sein. Wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal hier unten durch die Höhle.
gucken mal, ob ich da irgendwie am Ende Erfolg noch habe. Aber ich meine nicht. Ich meine, da gab's nichts. Weil ich wüsste jetzt echt nicht, dass es da irgendwie noch so eine verschlossene letzte Tür gab. Und das ist, was mich gerade echt ein bisschen ins Grübeln bringt nebenbei. Weil ich echt nicht mehr weiß, wo nochmal solche Türen waren. Ich glaube, ich habe soweit auch alle gefunden. Aber was gibt es sonst noch, was ich irgendwie ergründen könnte? Ich weiß echt nicht, Leute. Ich bin da echt gerade sehr ratlos. Moment, wo bin ich jetzt genau? Wenn ich jetzt in den Norden gehe, werde ich auch nichts finden, oder? Ich gehe mal nach Norden, Leute. Vielleicht ist es ja doch, dass hier im Norden etwas war. Ich meine, da war auch was, aber ich glaube, es war jetzt einfach nur dieses Gebäude, dieser Turm, wo ich ja quasi diese Klassenumstufung machen kann. Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich gerade wieder bin. Ja, genau. Wir sind direkt an diesem Punkt angekommen, na klasse. Wir müssen wahrscheinlich jede einzelne Insel ergründen. Mit dem Schiff. Also auch jede einzelne Mini-Insel. Ja, dann bin ich jetzt nämlich direkt wieder bei diesem Ding. Um eventuell wirklich noch irgendetwas zu finden. Ich wollte auf jeden Fall mein Schiff. Gehen wir mal nach... Dama, das ist ja dieser Turm da drüben. Wobei, wir können uns trotzdem mal dahin bringen lassen. Und dann segeln wir einfach mal mit dem Schiff weiter. Auch wenn ich jetzt gerade keine Lust auf diese Wasserkämpfe habe. Nein, gegen die auch nicht. Die lassen uns noch nicht mal fliehen, na klasse. Okay, dann heißt es jetzt hoffen, dass ich die entweder gleich in Angriff erledige oder in dem Fall draufgehe. Na, draufgehen will ich natürlich nicht. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Da muss ich jetzt echt gucken, wo ich jetzt nächstes hin muss. Aber wie gesagt, das mache ich definitiv offscreen. Ob ich da irgendwie einen Punkt noch finde, wo ich noch am besten hin kann. Ein unergründeter Ort, den wir noch sozusagen ergründen können. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch, wenn es sowas noch gäbe. So, die haben wir schon mal beseitigt. Na gut, die sind auch fast alle mit Einschlag weg. Sind sie sogar alle. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, ich habe ja soweit die Punkte alle schon mal ergründet. Es muss sozusagen wahrscheinlich nur noch Mini-Inseln oder sowas geben, wo ich definitiv nochmal hin könnte. Weil ich brauche ja unbedingt erst die Orbs, sonst kann ich gewisse Orte gar nicht erreichen. Und deswegen... Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich in irgendeinem Dorf noch irgendwie sowas hätte, wo ich jetzt noch nicht war. Deswegen, da werde ich, wie gesagt, offscreen gründlich suchen. Da werde ich wahrscheinlich wirklich jeden einzelnen Kontinent nochmal... Moment! Ich glaube, ich habe sogar was gefunden. Hier waren wir definitiv noch nicht, aber erstmal will ich kurz noch was anderes gucken. Ist hier ein paar Cheesy-Brett? Da können wir uns dann noch in diesem Part vergnügen. Nein, was haben wir denn hier? Willkommen, dies ist das Dorf von Sepangu. Ich hab's gefunden. Ich hab das Dorf Sepangu gefunden, Leute. Dann können wir im nächsten Part hier sogar weitermachen. Das ist gut. Okay, Leute, dann muss ich wenigstens nicht suchen. Dann werden wir im nächsten Part hier auf jeden Fall weitermachen. Und dann sage ich auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part und dann machen wir Sepangu unsicher. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.